Darf ich mir etwas zu trinken anbieten für Sie? Ein Orangensaft. Was könnte denn die Zentrale dagegen haben, dass wir ein zweites Mordsgeschäft an Land ziehen? Nicht wir, Sie, Julia. Soll das vielleicht heißen, dass Sie mich hängen lassen? Ich habe immer wieder betont, dass ich das Habermannsche Aktiengeschäft nicht mittrage. Ach, was rede ich mit Ihnen? Genauso gut könnte ich versuchen, ein Nilpferd Tango-Tanzen beizubringen. Kann ich mir etwas zu trinken anbieten? Für mich nichts und für die Dame nebenan einen Tee, bitte. Wir konnten uns alle in letzter Zeit davon überzeugen, dass unsere Hamburger Dépendance durch vielerlei Aktivitäten von sich reden machte. Andererseits gilt bei uns das alte, ich möchte fast sagen hanseatische Gesetz, nicht laut, sondern diskret und zuverlässig zu operieren. Wir bekommen unsere Noten nicht am Stammtisch. Danke, Frau Gerbes. Ich bekomme gerade ein Telefax der Titelseite der neuesten Ausgabe des Börsenkurses. Nach Bekanntwerden des Rationalisierungskonzepts der Habermann AG und deren stark erweiterten Sortiments sind die Aktien des Unternehmens um 270 Punkte gestiegen und schlossen mit 630. Nun raten Sie mal, meine Herren, wessen Foto das Titelblatt ziert. Darf ich vorstellen, die Börsenkönigin. Bei erster Einschätzung des Aktienpakets, das Frau Henninger für unsere Bestände gekauft hat, ergebe sich ein vorläufiger Nettogewinn von 30 Millionen D-Mark zu unseren Gunsten. Naja. Wir sind zusammengekommen, um über Geschäftspolitik zu sprechen und nicht über Bilanzen und Gewinne. Herr Stadlinger, Sie haben doch um das Wort gebeten. Ja, ich will mich kurz fassen. Nur eine Frage, Frau Heininger. Glauben Sie wirklich, dass eine Gesellschaft wie die unsere mit einer Bilanzsumme von über 120 Milliarden dazu da ist, geldpolitisches Neuland zu betreten? Jedenfalls kann es nicht unsere ausschließliche Aufgabe sein, Reiche noch reicher zu machen. Unser Experiment in Hamburg hat gezeigt, dass es einen mittelständischen Zukunftsmarkt gibt, dessen potenzielle Ergiebigkeit bisher niemand geglaubt hat. Herr Dr. Sagara, Sie wollten doch dazu noch was sagen. Als Hausbank bedeutender Unternehmen sind wir der Wirtschaft verpflichtet. Ich teile die Meinung meiner Kollegin nicht und halte Ihre bisherige Politik für korrekturbedürftig. Noch gibt es keinen sichtbaren Rückschlag und noch halten unsere Großkunden still, aber wir sollten nicht warten, bis wir in Hamburg vor einem Scherbenhaufen stehen. Die Bayernbank ist keine Pfandleihe und wir sind auch kein soziales Hilfswerk für wohlmeinende, aber finanzschwache Weltverbesserer, die dem Unternehmertum klassischer Prägung da letztlich das Wasser abgaben. Danke für mich nichts, aber einen Tee für die Dame in der letzten Reihe. Guten Morgen, Herr Lilland. Guten Morgen, Frau Schwarzkopf. Morgen, Herr Meier. Morgen. Bayernbank Heise, guten Morgen. Der Dr. Sager ist bei einer Konferenz. Morgen. Ja, die Frau Heininger ebenso. Das kann ich leider nicht sagen. Auf Wiederhören. Was denn für eine Konferenz? Ich habe heute noch keinen gesehen. Leute, morgen. Gibt's. Guten Morgen. Auch schon da. Die wollen um jeden Preis aus mir rausquetschen, wo sich meine Chefs rumtreiben. Und? Wo treiben sie sich rum? Herr Grammeier, wenn Sie mal wohin müssen,
Und inzwischen ruft jemand für Sie an. Dann sage ich dem doch auch nicht, dass Sie mal wohin mussten. Ja, wo sind Sie dann? Herr Grammeier? Gibt's da keinen Ärger, wenn's einfach so blau macht in der Bank? Wieso? Ich bin ja die Geschäftsleitung. Eine bärige Maschine. Bravo. Bravo, Frau Heininger. Ich bin schon innerlich ganz auf Bubi-Preis eingestellt. Wir haben noch 3 Löcher zu spielen, da kann noch eine Menge passieren. Sie spielen in letzter Zeit viel zu wenig mit mir, Frau Kollegin. Was habe ich Ihnen getan? Sie? Nix. Ich fahre nur zwischen Geschäften und St. Peter-Ording hin und her. Mei, jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich da heraus bin. Golf stärkt die Nerven. Und die brauchen wir in unserem Beruf. Ja, aber wenigstens habe ich eine gute Ausrede. Hier in der Nähe ist ein Kunde, da fahre ich nachher noch vorbei. Das klingt nach einem schweren Defizit am Privatleben. Oder findet das etwa gar nicht mehr statt? Doch. Am Telefon. Verzeihen Sie eine Frage, Frau Kollegin. Gibt es in Ihrem Leben eigentlich einen Mann? Ja, den gibt's. Und ich denk andauernd an ihn. Ja, Fanny. Jetzt hab ich bald schon so viel Muscheln, dass wir mit der Mami Raketen bald anfangen können. Hey Max, glaub, jetzt gehen wir heim. Komm. Du schaust nicht so grantig, Fanny. Ich schau nicht grantig, ich schau aufs Meer. Weißt du, und immer, wenn ich aufs Meer schaue, dann drückt's mich im Magen. Aufs Häusl muss ich halt, das ist alles. Komm jetzt. Ich komme langsam schon vor wie der Peter von der bei Easy Rider. Das war eine super Tour da. Ja, leider ohne Berge. Stimmt. Du, was würdest du machen, wenn du weißt, du musst was machen, aber du weißt nicht was? Du, sowas kann mir gar nicht passieren. Ja, nur mal angenommen. Was will ich da machen? Ich würde halt dann jemanden um Rat fragen, so einen Typen wie dich zum Beispiel. Ja, das mache ich ja gerade. Also jetzt, ohne Schmarrn, ich hänge in der Luft. Ja, das Ding war schon lang. Liegt vielleicht an deiner charmanten Wohnung. Okay, jetzt hörst du mal auf. Du Ralf, apropos Wohnung. Könnte ich heute Abend mit einem Freund bei dir vorbeikommen und etwas besprechen? Er müsste mit dir was besprechen, was Geschäftliches. Und warum lasst du sich keinen Termin in der Bank geben? Ja, das ist halt vertraulich. Um was geht's denn? Um 1 Million. Na, was ist an 1 Million schon vertraulich? Ja, du weißt. Und dann geht es runter bis zur Elbe. Ja, das ist 6.000 Quadratmeter. Und Sie wären also grundsätzlich bereit, das Seemannsheim wie bisher weiterzuführen? Ja, das hängt natürlich ganz vom neuen Besitzer ab. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann kein Arbeitgeber schlimmer sein als diese Erbengemeinschaft. Tja, ich meine, wie wollen Sie es anstellen, dass die Seenux nicht wie geplant das Heim schließt und ihre Luxuswohnungen baut? Das weiß ich auch noch nicht wie. Aber irgendwas wird mir schon einfallen. Vielen Dank, Frau Binkin. Und danke für den Tee. Aber ich bitte Sie. Sie sind mein Hoffnungsschimmer am Horizont. Darf ich nur kurz zum Kapitän Kodas reinschauen? Aber selbstverständlich. Oh, Pest, Hölle, das ist ja ein Ding. Ja, bitte. Kapitän Kodas? Auch Sie sind's. Grüß Gott. Das ist aber eine bannige Überraschung. Danke. Kleiner Lütter wie immer. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß von Maximilian ausrichten. Die Geschichten, die Sie uns das letzte Mal erzählt haben, die fand er echt wahnsinnig. Vor allem die eine da mit der Jungfrauenfahrt. Mit was? Ach so, die Jungfrauenfahrt, meinen Sie? Ja. Nein, Prost, ne? Prost, richtig. Nehmen Sie das hier, Ihre Maximilian, mal mit als Leihgabe.
bis Captain Kodas ihm seine Dönches mal selber erzählen kann, ne? Meister, sein süßes Schiff. Das ist kein Schiff. Es ist ein Schoner. Ja, es ist ein Schoner. Tja. Ach ja, und die Lakritz, ne? Ich packe das alles schön zusammen, ne? Ja, das ist nett. Ach, die Schokolade haben wir noch vergessen, gell? Nee. Vollmilch, Nuss. Die mache ich am liebsten. Sie sind ja jetzt ganz schön oft oben, ne? Ja, zum dritten Mal in der Woche. Oh Mann. Nachmittags rauf, kurz geschlafen, im Morgengrauen raus aus der Lucke und ab nach Hamburg. Wenn Sie sich da mal nicht ein bisschen übernehmen, ne? Ich bin versprochen, ich komme so oft, wie es geht. Und noch geht's. Ja, sind ja Ihre Nerven. Ach ja, ich habe übrigens mit Kreumann gesprochen, wegen Ihrem Seemannsheim. Wie wär's mit Montag hier bei mir? Danke. Vielleicht unser letzter Strohhalm. Alfred, du gehst. Sekündchen. Bis Montag. Ja, tschüss, mein Herr. Sag mal, müsst ihr mich denn immer stören? Das gab einen Kommentar. Hallo. Hallo, Bruderherz. Auf dich warten wir schon. Ach ja, Sie sind die eine Million, gell? Nein, das ist der Alf Fuchs. Ihm gehören 50% von der Firma, wo ich arbeite. Guten Tag. Ist Gott, Herr Fuchs, also um was geht's jetzt da wirklich? Ja, der Alf, der hat Schwierigkeiten mit seinem Partner, würden gern auszahlen. Und? Ja, nix und, das ist alles. Und das kostet eine Million. Für 50% der Anteile ein reeller Preis. Die Agentur nimmt das Geld auf und verwendet es zur Auszahlung meines Partners. Sicherheiten im Gesellschaftsvermögen sind ausreichend vorhanden. Aha. Und warum machen Sie das Geschäft nicht mit Ihrer Hausbank? Ja, warum? Weil du mein Bruder bist, verstehst? Und eine Bank hast. Und ich meine, diese Geschäfte können wir alle dran verdienen. Es sind auch persönliche Gründe. Ich bin durchaus bereit, nach der Übernahme der Agentur unsere Bankgeschäfte mit Ihrem Hause abzuwickeln. Ja, also gut, Herr Fuchs, ich werde Ihre Unterlagen gern prüfen. Dann kommen Sie doch morgen bitte bei mir an der Bank vorbei. Gern. Was brauchen Sie? Ja, mei, halt das übliche. Jahresbilanz, Aufstellung der Sachwerte, Geschäftsentwicklung der letzten 3 Jahre, Handelsregister, Auszug, Prokura, Gesellschaftsvertrag, Sicherheit nehmen. Sagen wir um 10? Ja, gut, um 10. Heißt das, dass das Geschäft läuft? Das heißt, dass ich jetzt Abendessen will. Apfelstrudel. Ich esse auswärts. Habe die Ehre, die Herren. Alles nur psychisch. Normalerweise ist er ein Pfundskerl. Ich wollte der Mama nur sagen, dass ich jetzt zu Max fahre. Ja, so spät noch. Nur damit sie sich keine Sorgen macht, wenn sie mich nicht erreicht. Ich richte's aus, Julia. Doch, sie ist nur gerade bei meiner Frau. Und wie geht's ihr? Schlecht, mein Kind. Gott sei Dank muss sie nicht so viel leiden. Sie schläft viel. Ach, das tut mir aber sehr leid. Sagen Sie einen schönen Gruß von mir und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Grüß mir die Fanny und den Jungen. Ja, auf Wiederhören. Und dann nur noch eine Tagesreise bis Kap Horn, die berüchtigte und stürmischste Landspitze der Welt. Sogar richtig hartgesottene Seebären kriegen einen Knieschwammerl, wenn sie in die Gegend kommen. Und die Matrosen singen die ganze Nacht, um sich Mut zu machen, die so schwarz ist, dass man die Hand nicht vor die Augen sieht. Und dann plötzlich ist wieder da. Klabauter, Klabauter. Und da sitzt er da oben im Mast. Und jetzt schreit der Kapitän Kodas: Bindet euch an, das wird ein Sturm, den ihr in eurem ganzen Leben nicht mehr vergesst. Also, letztes Mal hat doch der Kapitän Kodas noch gesagt, wenn der Klabauter mal Klabauter, gibt's eine Flaute. Naja, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Klabautermänner. Das ist so wie bei den bayerischen Wolperdinger. Die schauen ja immer wieder anders aus, oder? Gibt's da chinesische? Ich glaub schon. Na, also ich weiß ja nicht, ob dieses Gespensterzeugs das Richtige zum Einschlafen ist, nicht? Also, ich fürchte mich nicht vom Klabautermann. Und wir zwei Klabautern jetzt ins Bett. Komm mal, Schatz. Klabauter, Klabauter, Klabauter. Klabauter, Klabauter. Ah!
Klavater! Bist narrisch, Maxl. Siehst du, glaubst du, Hangspinster? Jetzt hab ich dich erwischt. Geht, der Schlag hätte mich treffen können. Geh doch auf. Ich bin nicht mein Bruder und er ist auch nicht zu Hause. Beatrice? In Hamburg ist es 3 Uhr in der Früh. Wie spät ist es denn in Florenz? Ach so. Was soll das heißen? Du nimmst dir ein eigenes Apartment. Das fällt da ausgerechnet um 3 Uhr in der Früh ein. Und nicht besonders, weil du mich gar geweckt hast. Wann möchtest du kommen? Am Wochenende? Natürlich freue ich mich. Ja. Okay, ja, ciao. Ja, schlaf gut. Ja. Ciao. Frau Heise, den Antrag hier müssen wir leider negativ bescheiden. Schreiben Sie einfach das übliche angespannte. Ja, Frau Heise, wir trinken den starken Kaffee. Der steht schon bereit. Guten Morgen, Frau Kollegin. Warten Sie, wenn ich hier gleich sein kann. Aha. Wann sind Sie denn heute Morgen losgefahren? Um 4. Julia, Sie übernehmen sich. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Danke. Anstrengend ist schon, aber es ist ja nicht für immer. Aber wenn Sie wollen, können Sie mich ja nächstes Wochenende bringen. Oh, nächstes Wochenende ist ein bisschen schlecht, weil da kommt die Beatrice. Na, sehen Sie es? Da muss man entweder einen anderen Kavalier suchen oder muss halt doch selber fahren. Also irgendwie kann ich das dann schon koordinieren. Ich habe mir übrigens, darf ich? Ja, klar. Ich habe mir noch mal Gedanken über Ihr Seemannsheim gemacht. Wir können niemanden verbieten, das Grundstück zu kaufen. Und erst recht können wir der Senox GmbH keine Finanzierung verweigern, die sie sich jederzeit woanders besorgen kann. 4 Millionen zum Finsternhaus. Die Zentrale in München würde das für Sabotage halten. Hier geht's um Menschen und nicht um Profit. Ich ziehe die Sache durch, notfalls auch allein. Ich konstatiere nur, dass die Chefin einer Bank im Begriff ist, ihr eigenes Institut zu schädigen. Sonst noch was? Ich muss nämlich zu einem Außentermin. Ja, ein Werbekaufmann möchte seinen Partner aus der Agentur auskaufen für 1 Million. Die Unterlagen sind in Ordnung. Schufa-Auskunft ebenfalls. Herr Fuchs, warte. Ich komme sofort. Julia, ich sag's Ihnen nochmal. Passen Sie auf sich auf. Wirklich. Ist schon recht. Sie kennen sich ja schon, gell? Herr Fuchs, Christiana Gurt. Kommen Sie rein, es ist alles vorbereitet. Dann wollen wir mal. Auf Reise, ich möchte nicht gestört. Mhm. Frau Heise, wenn mein Sohn anruft, geben Sie ihm doch ein Bussi von mir und sagen Sie, ich rufe ihn an wie immer, ja? Gern, Frau Heininger. Herr Löhlein, wie war das beim Nullover? Da darf ich keinen Stich kriegen und nach der ersten Runde muss ich die Karten hinlegen, oder? Genau, Hosen runter, sagt man dazu. Thank you.
was zu trinken? Ein Orange für Sie? Möchte ein Orangensaft. Was könnte denn die Zentrale dagegen haben, dass wir ein zweites Mordsgeschäft an Land ziehen? Nicht wir, Sie, Julia. Würde es vielleicht heißen, dass Sie mich hängen lassen? Ich habe immer wieder betont, dass ich das Habermannsche Aktiengeschäft nicht mittrage. Ach, was rede ich ab mit Ihnen? Genauso gut könnte ich versuchen, ein Nilpferd Tango-Tanzen beizubringen. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Für mich nichts und für die Dame nebenan einen Tee, bitte. Wir konnten uns alle in letzter Zeit davon überzeugen, dass unsere Hamburger Dépendance durch vielerlei Aktivitäten von sich reden machte. Andererseits gilt bei uns das alte, ich möchte fast sagen hanseatische Gesetz, nicht laut, sondern diskret und zuverlässig zu operieren. Wir bekommen unsere Noten nicht am Stammtisch. Danke, Frau Gerwes. Ich bekomme gerade ein Telefax. Der Titelseite der neuesten Ausgabe des Börsenkurses. Nach Bekanntwerden des Rationalisierungskonzepts der Habermann AG und deren stark erweiterten Sortiments sind die Aktien des Unternehmens um 270 Punkte gestiegen und schlossen mit 630. Nun raten Sie mal, meine Herren, wessen Foto das Titelblatt ziert. Darf ich vorstellen, die Börsenkönigin. Bei erster Einschätzung des Aktienpakets, das Frau Heininger für unsere Bestände gekauft hat, ergebe sich ein vorläufiger Nettogewinn von 30 Millionen D-Mark zu unseren Gunsten. Naja. Wir sind zusammengekommen, um über Geschäftspolitik zu sprechen und nicht über Bilanzen und Gewinne. Herr Stadlinger, Sie haben doch um das Wort gebeten. Ja, ich will mich kurz fassen. Nur eine Frage, Frau Heininger. Glauben Sie wirklich, dass eine Gesellschaft wie die unsere mit einer Bilanzsumme von über 120 Milliarden dazu da ist, geldpolitisches Neuland zu betreten? Servus. Herr Fuchs. Danke, Herr Dr. Sagerer. Auf Wiedersehen. Ja, also, mein Stift, das ist halt sein größtes Problem, so als Kind. Er hilft, wo er nur kann. Sinux AG. Sagen Sie mal, wer ist denn das? Eine Hamburger Bau- und Immobilienfirma. Sie will an der Elbe ein Grundstück kaufen und eine Wohnanlage bauen. Die beschweren sich, warum eine Zwischenfinanzierung von 4 Millionen von uns zu schleppend behandelt wird. Stimmt was nicht mit den Brüdern? Soweit ich weiß, ist alles in Ordnung. Die Bewilligung ist längst raus. Ja, dann schicken Sie mal einen Telex nach Hamburg, was Sie sich dabei denken, 4 Millionen einfach kalt werden zu lassen. Ich bin draußen bei meiner Frau. Wenn noch was ist, dann rufen Sie mich bitte an. Ist in Ordnung. Tja, als Bevollmächtigter der Besitzer und Betreiber dieser Einrichtung bin ich autorisiert, das Grundstück am heutigen Tag an den Meistbietenden zu veräußern. Mein Kollege, Herr Dr. Bovin, wird unverzüglich die Auflassungsvormerkung bestellen und den notariell beglaubigten Kaufvertrag aushändigen. Es liegt vor ein schriftliches Angebot der Firma Senux GmbH über 3,5 Millionen und außerdem... Eine Frage, Dr. Bühl. Wie erklärt es sich, dass wir nach ausführlichen Verhandlungen mit Ihnen uns plötzlich in einer Konkurrenzsituation befinden? Sehr einfach, Herr Warnke. Weil ein weiterer Interessent dazu gekommen ist. Bleiben Sie bei 3,5 Millionen? Selbstverständlich. 3,7. 3,8. 3,9. Vier. Luxuswohnungen lassen sich heutzutage auch nicht so einfach verkaufen. Und wenn ich grob über den Daumen peile, dann dürfte bei 4 Millionen keine nennenswerte Rendite für Sie übrig bleiben. Und ich nehme an, die Senux ist nicht unbedingt die Wohlfahrt. Es ehrt Sie, dass Sie sich Gedanken über das Wohl und Heil unseres Unternehmens machen. Aber rechnen können wir selber.
Und zwar nicht über den Daumen. Unser Angebot steht. 4,5. Ich fürchte, nicht mit uns. Ist das für Ihre Mandanten akzeptabel? Ja, ja. Herr Grollmann, darf ich Sie bitten, jetzt unterschreiben? Ich werde den Eindruck nicht los. Hier ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Meine Herren, Sie hören von uns. Wann werden Sie anfangen zu bauen? Gar nicht. Es bleibt alles beim Alten. Vielen, vielen Dank. Auch im Namen meiner alten Menschen. Ohne Sie hätten wir jetzt fast unsere Heimat verloren. Gratuliere. Das wissen Sie vielleicht schon, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ralf, Maria. Und wer von uns zwei holt sich jetzt in München die Waschen ab? Dann gib dem Arzt Bescheid. Direkter Zusammenhang mit Ihrer Krankheit ist ausgeschlossen. Ein normales Kreislaufversagen infolge des langen Liegens. Erfüllen Sie Ihren Wunsch. Machen Sie den Ausflug. Bitte schön. Danke, Doktor. Grüß Gott, Herr Gammeier. Grüß Gott, Frau Heininger. Herr van Dalen hat für Sie angerufen. Danke, ich rufe zurück. Herr Wilhelm. Ich gratuliere Ihnen, Herr Doktor. Schon wieder? Für was denn dieses Mal? Zu Ihrer neuen Wohnung? Eigentlich, davon weiß ich ja gar nichts. Können Sie ja gar nicht. Ich habe sie erst vor einer halben Stunde für Sie gemietet. Ja, und wann kann ich da einziehen? Sofort. Ich habe gar keine Möbel. Die ist möbliert. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, Ihre Sachen packen. Ja, was, gleich, oder? Ja, natürlich. Oder wollen Sie bis an Ihr Lebensende bei Ihrem Bruder hausen? Sehr schön. Frau Heise, wenn jemand nach mir fragt, ich komme heute nicht mehr. Jetzt kommt's den Herrn Doktor schon mit Botanik. Ich glaube, da ist für Sie nichts mehr drin, Frau Heise. Das Rennen ist gelaufen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mir eine Wohnung zu besorgen? Das mit Ihrem Bruder hätte doch nie geklappt. Außerdem betrachten Sie es ruhig als ein bisschen ein Willkommensgeschenk. Und was ist, wenn sie mir nicht zusagt? Sie sagt. Woher wollen Sie das wissen? Als Frau hat man so gewisse Ahnungen. Ob man zum Schneider wird, noch einmal Glühwein reinschauen. Ja, da kriegen die Rösserl immer ein Bier. Eigentlich ist ja Schande, dass wir meinen Einstand auswärts feiern. Sie haben ja noch nicht einmal einen Kühlschrank in Ihrem neuen Haus. Ich habe mir schon gedacht, jetzt muss ich für den Rest meines Lebens auf der Couch von meinem Bruder schlafen. Aber sagen Sie mal, Julia, Sie haben mir noch nicht erzählt, wie Sie überhaupt an das Haus gekommen sind. Durch unseren rettenden Engel, den Herrn Grollmann. Eigentlich sollten wir ihn zu unserem Schutzpatron machen. Einen heiligen Vornamen hat er schon. Florian. Unseren Schutzpatron? Nein, ich meine von der Bank. Mit Wappen und so. Sagen Sie mir,
Warum machen Sie das, Julia, wo Sie mich doch eigentlich unausstehlich finden? Weil nur ein ausgeschlafener Chef ein guter Chef ist. Ich handle also auch im Interesse meiner Kollegen. Außerdem wäre die Welt ohne Sageres furchtbar langweilig. Warum finden Sie mich eigentlich so unausstehlich? Also das kann ich Ihnen schon sagen. Und zwar... Entschuldigung. Heininger? Ach Mama, du bist das. Na, du störst überhaupt nicht. Oh mein Gott. Sieh, das wird ein bisschen länger dauern. Ich wünsche Ihnen eine erste wunderschöne Nacht im neuen Haus. Empfehlung an die Frau Mama. Eine Empfehlung vom Herrn Dr. Sagerer? Ach, Schmarrn. Jetzt sag schon, was sagt denn der Arzt? Er hat wenig Hoffnung. Ach, das ist ja schlimm. Julia, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Taxi! Grüß Gott. Jawohl. Wo soll's denn gehen? Fahrt's nur zu. Ich sag Ihnen schon Bescheid. Okay. So, jetzt wären wir schon da. Mhm. Das sind 3x60. Dankeschön. Stimmt schon so. Schönen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Herr Dr. Sagerer, guten Morgen. Was machen Sie denn da? Guten Morgen. Ich wohne hier. Ja, so ein Zufall. Und, wie gefällt Ihnen die neue Wohnung? Bis auf die Nachbarin? Gut. Wenn Sie was Gescheites zum Anziehen hätten, dann würde ich Sie ein Stückchen mitnehmen. Das darf mir gerade noch fehlen. Außerdem habe ich sowieso noch was zu erledigen. Stellen Sie sich vor, fängt der Stepper den Mistvieh 50 Meter vorm Ziel an zu springen. Was natürlich aus mit dem großen Einlauf. Über 30.000 hätte er gemacht. Hat er aber nicht. Hätte er aber können. Das ist wie mit den Frauen. Wenn man sich sagt, hätte ich die bloß nicht geheiratet. Haben Sie aber doch gemacht. Hätte ich aber auch lassen können. Frau Heise, machen Sie mir doch bitte eine Verbindung mit der Werbeagentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Sofort, Herr Doktor. San Francisco. Dann Yosemite, National Park, Death Valley. It never rains in Southern California, San Bernardino, Los Angeles. Ah ja. Herr Fuchs, Sagerer, grüß Gott. Verzeihen Sie, das muss ein Irrtum sein. Ich wollte die Agentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Was will ich sagen? Ja, wir stehen in geschäftlicher Verbindung. Ach so. Ja, dann ist vielleicht das Gescheitste, ich komme sofort vorbei. Ja, in 20 Minuten. Danke. Oh, mein lieber Scholli. Uiuiuiui. Wissen Sie, wer gerade am Telefon war? Nein. Kriminalpolizei. Nein. Ich kann viel fressen. Hallo, Frau Heininger. Hallo, wie geht's Maximilian? Hallo, Dennis, hallo, Gurke, der ist in einer solchen super Form. Der Herr Sagerer hat dem Dr. Sagerer gerade das Wohnmobil gebracht. Hey, das ist ja richtig eine rollende Festung. Wo haben Sie den hier? Ja, ein Freund von mir, der handelt damit, gell. Und ich hab's ihm gesagt, ich werde nur eine Probe fahren. Aber am Montag muss ich ihn wieder zurückbringen. Das ist ja nett von Ihnen, danke. Ja. Bitteschön. Schönes Auto, gell? Passt. Werner Fuchs, der Partner von Herrn Behrens, hat sich offensichtlich abgesetzt. Er hat nennenswerte Gelder mitgenommen und, wie es aussieht, Frau Behrens. Was? Wer ist Geisel? Eine Geisel packt nicht seelenruhig ihre Koffer. Vor allem nimmt sie kein Surfboard mit. Oh.
Herr Kommissar, sehen Sie mal, wir haben das hier in seinem Schreibtisch gefunden. Was ist das? Messtischblätter, 1 zu 25.000. Irgendwelche Notizen? Nein, nichts. Trotzdem chemisch analysieren. Jawohl, Herr Kommissar. Wenn er alles mitgenommen hat, was von einigen wert ist, wonach suchen Sie dann noch? Der Staatsanwalt interessiert sich für eine mögliche nachrichtendienstliche Tätigkeit. Attache her, ein Kapitalist auf Abwägen. Der Spion in einer Werbeagentur. Entschuldigen Sie mich bitte, einen Moment. Dürfte ich mal nehmen? Schön. Ja. Herr Behrens? Grüß Gott, bleiben Sie bitte sitzen. Sagara, Bayernbank. Ja, Herr Behrens, die Sache mit Ihrer Frau tut mir natürlich leid, aber was die Millionen betrifft... Woher wissen Sie, dass es eine Million ist? Wir haben sie mir gegeben. Ja, dann sehen Sie mal zu, wie Sie sie wieder zurückbekommen. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der hier geleimt worden ist. Also ich glaube, Herr Behrens, Sie verkennen da etwas den Sachverhalt. Der Herr Fuchs hat sich das Geld ja nicht privat geliehen, sondern in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Agentur. Ja, und? Und da ich annehme, dass er sich stillschweigend aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat, schulden Sie uns jetzt die Million. Nein. Doch. Zuzüglich Zinsen. 6,75%. Sein Gesicht hätten sehen müssen. Ihre Frau hat er gesagt, im Stadt der Fliege gerade ein Hornisse ins Marktloch. Ihr Bruder ist halt ein Musterbeispiel an Hilfsbereitschaft. Besorgt an Ganoven 1 Million Mark. Naja, er kann halt niemandem was abschlagen. 1 Million. Puff, einfach weg. Das sagt ausgerechnet jemand, der seine Bankrate um 4 Millionen gebracht hat. Aber die Agentur läuft prima und in spätestens 2 Jahren hat der Behrens die Schuld getilgt. Und seine Frau kommt nicht weg. Ich glaube, wie ein Bichot. Es wird Frau Benedetti eingetroffen aus Mailand zur Information in die Haupthalle gebeten. We are paging Mrs. Benedetti, just arrived from Milan, to contact the information desk in the main hall. Ich bin Frau Benedetti. Ah ja, für Sie wurde ein Umschlag an mir hinterlegt. Bergerie, bin wegen dringender Geschäftsreise es Sonntagabend wieder in Hamburg. Fühl dich wie zu Hause. Bussi, Ralf. Verzeihen Sie, geht heute noch ein Flug nach Mailand? Moment mal bitte. Eine Direktverbindung gibt es heute nicht mehr, aber wir haben eine Verbindung über Düsseldorf. Nein, nein. Lassen Sie nur. Danke. Und Farben hat es. Wann kommt Mama endlich? Wenn du mich fragst, ist sie so gut wie da. Warum? Das ist doch nicht ihr Auto. Halt einmal. Hallo, hallo, mein Schatz. Ja, wie geht's dir denn? Grüß dich. Hallo, Fanny. Frau Julia, schön, dass Sie da du, Mama, sind. Mama, ja. Ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Ich bin in der letzten Woche 2 Pfund und 360 Gramm zugenommen. Das ist ja Wahnsinn, da kannst du beim Vater Hackbrot Kartoffelsäck kleben, ne? Du, Mama? Ja? Hast du mir da neue Geschichten vom Captain Kodas mitgebracht? Ich hab da ganz was anderes mitgebracht. Ciao. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Dr. Sagra, was machen Sie denn da? Er ist mein Chauffeur. Ohne ihn hätte ich durch die Rasselbande nie darauf gebracht. Ja, also wie es mit dem Fußballspiel hat, das klappt? Ja, freilich hat alles geklappt. Aber stellen Sie sich vor, ich habe nicht gewusst, was eine Euronorm ist. Wegen dem Ball, wissen Sie. Es wird schon richtig sein. Was tut denn der da? Fanny, da brauchst du keine Angst haben. Ich tue ja noch nichts. Florenz ist ein Albtraum. Die ganze Stadt scheint nur aus Touristen zu bestehen, die einem unentwegt auf die Füße treten, weil sie nur Augen für die Palazzi haben. Dann wäre doch ein Segeltour nach Kopenhagen genau die richtige Abwechslung für Sie. Warum nicht? Nein, ich würde...
Ja. Am Dienstag sind wir wieder zurück. Sie sind mein Gast. Okay. Morgen früh um 7 hole ich... Nein, nein. Um 8? Also gut, 8:30. Ciao. Für mich ist der Libero von den Heimkindern der beste Mann auf dem Platz. Ach, was brauchen wir denn den Libero, wenn unsere Sturmspitzen stark sind? Ja. Ja, ihr müsst mir nach vor, ihr müsst nach vor gehen. Na. Ja, jetzt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so einen Satz jemals über meine Lippen bringe. Naja, es ist ja allgemein bekannt, dass der Dr. Sagerer sich immer auf die Seite der Stärkeren schmeißt. Sie müssen langsam wissen, dass ich ein schrecklicher Opportunist bin. Maxi! Ja! Weiter, weiter! Vor, vor, vor! Ein Tor! Ein Tor! Elfmeter! Damit! Das ist doch kein Elfmeter, das ist ja nur ein Kilometer vom Strafraum. Das ist doch mir wurscht. Elfmeter, sage ich! Mein Gott, Maxi, was ist denn? Was hast du denn? Da, wenn man da hinkommt, so, ab! Da, schau her, sitz dich da her, Maxi. Jetzt, so, schauen wir mal. Lass schauen, wo ist denn wieder? Wo ist denn? Oh, oh Gott, oh. Na ja. Du zieh, wie schaut sie? Aua. Das ist die Bandage und der Eis. Und der blaue Fleck ist morgen vergessen, gell, Maxi? Tor! 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 Torschuss mit 10 Mann, mit 10 Mann davor. Bravo! Seit wann nimmst du denn so einen Herrn Sagerer, wo du ihn doch gar nicht magst? Inzwischen finde ich ganz nett. Warum? Hat er dir was geschenkt? Ja. Wär's na. Aber wenn du erlaubst, dann geh halt ab mit ihm essen. Aber erst nach der Siegesfeier. Ja, oh, Fanny! Es sei denn, jetzt wird's. Übrigens, vielen Dank für das nette Plädoyer, das Sie heute Nachmittag für mich gehalten haben. Was müsste denn passieren, dass Sie öfter so von mir sprechen? Sie müssen immer das tun, was ich sage. Ah, na, das ist ja Rückfall in die Sklaverei. Sie sind ja schlimmer wie die Fremdenlegion. Mmh, das schmeckt toll. Das müssen Sie mir kosten. Püsumer Kratten. Was? Was? Aha. Ist schon gut. Also, wenn man in Bayern wüsste, was man aus so einem Regenwurm was machen kann. Nicht alle Bayern sind so aufgeschlossen wie unser Herr Dr. Sagerer. Julia, finden Sie nicht, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, von dem an man sich duzen sollte? Ja, aber wann? Jetzt! Sofort sage ich nur noch du zu Ihnen. Aber was sagt denn deine Freundin dazu? Die Beatrice. Mit der tut sie mich schon lang. Also, bei dir haben die Männer sowieso nur eine Chance, wenn sie mindestens 500 Jahre lang tot sind und irgendwo als Bronzestatue herumstehen.
So. Aber so habe ich es eigentlich nicht eingeschätzt. Die Beatrice. Irgendwann sind wir mal aneinander hängen geblieben. Mehr als Freunde. Und sie selber sagt, ich wäre eine lebendige, teutonische Karikatur. Über Karikatur kann man vielleicht lachen, aber man kann ja nicht mit ihr leben, oder? Aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so richtig. Was sagt der Maximilian dazu? Ich komme mir vor wie ein Teenager, den man beim Schmusen erwischt hat. Also gut, dann gehen wir. Aber der Abend ist ja noch so lang. Ja, eben, drum. So, Frau Julia Heininger. Da. Hm? Was ist das? Gib mal her. Oh, gib's mir bitte. Also gut. Oh, Mensch. Margot ist tot. Wer ist Margot? Die Frau vom Schweiger. Ach, das schon. Wir müssen sofort packen und die Kinder heimbringen. Ich nehme morgen früh die erste Maschine. Ich komme mit. Können denn die Zentrale dagegen haben, dass wir ein zweites Mordsgeschäft an Land ziehen? Nicht wir, Sie, Julia. Soll das vielleicht heißen, dass Sie mich hängen lassen? Ich habe immer wieder betont, dass ich das Habermannsche Aktiengeschäft nicht mittrage. Ach, was rede ich ab mit Ihnen? Genauso gut könnte ich versuchen, ein Nilpferd Tango-Tanzen beizubringen. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Für mich nichts und für die Dame nebenan einen Tee, bitte. Wir konnten uns alle in letzter Zeit davon überzeugen, dass unsere Hamburger Dépendance durch vielerlei Aktivitäten von sich reden machte. Andererseits gilt bei uns das alte, ich möchte fast sagen hanseatische Gesetz, nicht laut, sondern diskret und zuverlässig zu operieren. Wir bekommen unsere Noten nicht am Stammtisch. Danke, Frau Gerwes. Ich bekomme gerade ein Telefax. Der Titelseite der neuesten Ausgabe des Börsenkurses. Nach Bekanntwerden des Rationalisierungskonzepts der Habermann AG und deren stark erweiterten Sortiments sind die Aktien des Unternehmens um 270 Punkte gestiegen und schlossen mit 630. Nun raten Sie mal, meine Herren, wessen Foto das Titelblatt ziert. Darf ich vorstellen, die Börsenkönigin. Bei erster Einschätzung des Aktienpakets, das Frau Heininger für unsere Bestände gekauft hat, ergebe sich ein vorläufiger Nettogewinn von 30 Millionen D-Mark zu unseren Gunsten. Naja. Wir sind zusammengekommen, um über Geschäftspolitik zu sprechen und nicht über Bilanzen und Gewinne. Herr Stadlinger, Sie haben doch um das Wort gebeten. Ja, ich will mich kurz fassen. Nur eine Frage, Frau Heininger. Glauben Sie wirklich, dass eine Gesellschaft wie die unsere mit einer Bilanzsumme von über 120 Milliarden
dazu da ist, geldpolitisches Neuland zu betreten? Nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Und wenn, dann nur, wenn mich jemand beim Fischen stört. Mami, kommst du mal bitte? Entschuldigen Sie. Ja. Mami, ich muss dir was sagen. Ich weiß gar nicht, was du gegen den Sagerer hast. Das ist doch ein ganz reizender Mann. Mami, ich liebe ihn. Nein. Ich habe immer wieder betont, dass ich das Habermannsche Aktiengeschäft nicht mittrage. Ach, was will ich überhaupt mit Ihnen? Genauso gut könnte ich versuchen, ein Nilpferd Tango tanzen beizubringen. Kann ich mir etwas zu trinken anbieten? Für mich nichts und für die Dame nebenan einen Tee, bitte. Wir. Wir konnten uns alle in letzter Zeit davon überzeugen, dass unsere Hamburger Dependance durch vielerlei Aktivitäten von sich reden machte. Andererseits gilt bei uns das alte, ich möchte fast sagen hanseatische Gesetz, nicht laut, sondern diskret und zuverlässig zu operieren. Wir bekommen unsere Noten nicht am Stammtisch. Danke, Frau Gerwes. Ich bekomme gerade ein Telefax. Der Titelseite der neuesten Ausgabe des Börsenkurses. Nach Bekanntwerden des Rationalisierungskonzepts der Habanol AG und deren stark erweiterten Sortiments sind die Aktien des Unternehmens um 270 Punkte gestiegen und schlossen mit 630. Nun raten Sie mal, meine Herren, wessen Foto das Titelblatt ziert. Darf ich vorstellen, die Börsenkönigin. Bei erster Einschätzung des Aktienpakets, das Frau Heininger für unsere Bestände gekauft hat, ergebe sich ein vorläufiger Nettogewinn von 30 Millionen D-Mark zu unseren Gunsten. Naja. Wir sind zusammengekommen, um über Geschäftspolitik zu sprechen und nicht über Bilanzen und Gewinne. Herr Stadlinger, Sie haben doch um das Wort gebeten. Ja, ich will mich kurz fassen. Nur eine Frage, Frau Heininger. Glauben Sie wirklich, dass eine Gesellschaft wie die unsere mit einer Bilanzsumme von über 120 Milliarden dazu da ist, geldpolitisches Neuland zu betreten? Nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Und wenn, dann nur, wenn mich jemand beim Fischen stört. Mami, kommst du mal bitte? Entschuldigen Sie. Ja.
Mami, ich muss dir was sagen. Ich weiß gar nicht, was du gegen den Sagerer hast. Das ist doch ein ganz reizender Mann. Mami, ich liebe ihn. Nein. Ja, für Sie wurde ein Umschlag an mir hinterlegt. Bär Cherie, bin wegen dringender Geschäftsreise es Sonntagabend wieder in Hamburg. Fühl dich wie zu Hause. Bussi Ralf. Verzeihen Sie, geht heute noch ein Flug nach Mailand? Moment mal bitte. Eine Direktverbindung gibt es heute nicht mehr, aber wir haben eine Verbindung über Düsseldorf. Nein, nein. Lassen Sie nur. Danke. Größer und Farben hat er. Wann kommt Mama endlich? Wenn du mich fragst, ist sie so gut wie da. Warum? Das ist doch gar nicht ihr Auto. Halt einmal. Hallo, hallo, mein Schatz. Ja, wie geht's dir denn? Grüß dich. Hallo, Fanny. Frau Julia, schön, dass Sie da sind. Mama, ja. Ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Ich bin in der letzten Woche 2 Pfund und 360 Gramm zugenommen. Das ist ja Wahnsinn, da kannst du beim Vater Hackbrot Kartoffelsäck kleben, ne? Du, Mama? Ja? Hast du mir da neue Geschichten vom Captain Kodas mitgebracht? Ich hab da ganz was anderes mitgebracht. Ciao. Grüß Gott. Grüß Gott. Dr. Sagra, was machen Sie denn da? Er ist mein Chauffeur. Ohne ihn hätte ich durch die Rasselbande nie darauf gebracht. Ja, also wie es mit Fußballspiel hat, das klappt? Ja, freilich hat alles geklappt. Aber stellen Sie sich vor, ich habe nicht gewusst, was eine Euronorm ist. Wegen dem Ball, wissen Sie. Es wird schon richtig sein. Was tut denn der da? Fanny, da brauchst du keine Angst haben. Ich tue ja nichts. Ah, Florenz ist ein Albtraum. Die ganze Stadt scheint nur aus Touristen zu bestehen, die einem unentwegt auf die Füße treten, weil sie nur Augen für die Palazzi haben. Dann wäre doch ein Segeltour nach Kopenhagen genau die richtige Abwechslung für Sie. Warum nicht? Nein, ich würde... Ja, am Dienstag sind wir wieder zurück. Sie sind mein Gast. Okay. Morgen früh um 7 hole ich... Nein, nein. Um 8? Also gut, 8:30. Ciao. Für mich ist der Libero von den Heimkindern der beste Mann auf dem Platz. Ach, was brauchen wir denn den Libero, wenn unsere Sturmspitzen stark sind? Ja, bitte. Kapitän Kudas? Auch Sie sind's. Grüß Gott. Das ist aber eine wallige Überraschung. Danke. Kleiner Lütter wie immer. Mhm. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß von Maximilian ausrichten. Die Geschichten, die Sie mir das letzte Mal erzählt haben, die fand er echt wahnsinnig. Vor allem die eine da mit der Jungfrauenfahrt. Mit was? Ach so, die Jungfrauenfahrt, meinen Sie? Ja. Na, dann Prost, ne? Prost, ich denke. Nehmen Sie das hier Ihrem Maximilian mal mit als Leihgabe, bis Captain Kodas ihm seine Dönches mal selber erzählen kann, ne? Meist das ein süßes Schiff. Das ist kein Schiff, es ist ein Schoner. Ja, es ist ein Schoner. Tja, ach ja, und die Lakritz, ne? Ich packe das alles schön zusammen, ne? Ja, das ist nett. Ach, die Schokolade haben wir noch vergessen, gell? Nee, Vollmilch, Nuss, die mache ich am liebsten. Sie sind ja jetzt ganz schön oft oben, ne? Ja, zum dritten Mal in der Woche. Oh, oh Mann, 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 Mann. Nachmittags rauf, kurz geschlafen, im Morgengrauen, raus aus der Lucke und ab nach Hamburg. Wenn Sie sich da mal nicht ein bisschen übernehmen, ne?
Ich bin versprochen, ich komme so oft, wie es geht. Und noch geht's. Na, sind ja Ihre Nerven. Ach ja, ich habe übrigens mit Krollmann gesprochen, wegen Ihrem Seemannsheim. Wie wär's mit Montag hier bei mir? Danke. Vielleicht unser letzter Strohhalm. Alfred, du gehst. Sekündchen. Bis Montag. Ja, tschüss, mein Herr. Sag mal, müsst ihr mich denn immer stören? Das gab einen Kommentar. Hallo. Hallo Bruderherz, auf dich warten wir schon. Ach ja, Sie sind die eine Million, gell? Nein, nein, das ist der Alf Fuchs. Ihm gehören 50% von der Firma, wo ich arbeite. Guten Tag. Ist Gott, Herr Fuchs, also um was geht's jetzt da wirklich? Ja, der Alf, der hat Schwierigkeiten mit seinem Partner, würden gern auszahlen. Und? Ja, nix und, das ist alles. Und das kostet eine Million. Für 50% der Anteile ein reeller Preis. Die Agentur nimmt das Geld auf und verwendet es zur Auszahlung meines Partners. Sicherheiten im Gesellschaftsvermögen sind ausreichend vorhanden. Aha. Und warum machen Sie das Geschäft nicht mit Ihrer Hausbank? Ja, warum? Weil du mein Bruder bist, verstehst? Und eine Bank hast. Und ich meine, dieses Geschäft, da können wir alle dran verdienen. Es sind auch persönliche Gründe. Ich bin durchaus bereit, nach der Übernahme der Agentur unsere Bankgeschäfte mit Ihrem Hause abzuwickeln. Ja, also gut, Herr Fuchs, ich werde Ihre Unterlagen gern prüfen. Dann kommen Sie doch morgen bitte bei mir an der Bank vorbei. Was Patron? Nein, ich meine von der Bank. Mit Wappen und so. Sagen Sie mir, warum machen Sie das, Julia, wo Sie mich doch eigentlich unausstehlich finden? Weil nur ein ausgeschlafener Chef ein guter Chef ist. Ich handle also auch im Interesse meiner Kollegen. Außerdem wäre die Welt ohne Sageres furchtbar langweilig. Warum finden Sie mich eigentlich so unausstehlich? Also das kann ich Ihnen schon sagen. Und zwar... Entschuldigung. Heininger? Ach Mama, du bist das. Nein, nein, du störst überhaupt nicht. Oh mein Gott. Sieh, das wird ein bisschen länger dauern. Ich wünsche Ihnen eine erste wunderschöne Nacht im neuen Haus. Empfehlung an die Frau Mama. Empfehlung vom Herrn Dr. Sagerer. Ach, Schmarrn. Jetzt sag schon, was sagt denn der Arzt? Er hat wenig Hoffnung. Ach, das ist ja schlimm. Julia, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Taxi! Grüß Gott. Ja, wenn. Wo soll's denn gehen? Fahrt's nur zu. Ich sag Ihnen schon Bescheid. Okay. So, jetzt wären wir schon da. Mhm. Das sind dreimal Grüße. Dankeschön. Stimmt schon so. Schönen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Herr Dr. Sagerer, guten Morgen. Was machen Sie denn da? Guten Morgen. Ich wohne hier. Ja, so ein Zufall. Und, wie gefällt Ihnen die neue Wohnung? Bis auf die Nachbarin? Gut. Wenn Sie was Gescheites zum Anziehen hätten, dann würde ich Sie ein Stückchen mitnehmen. Das darf mir gerade noch fehlen. Außerdem habe ich sowieso noch was zu erledigen. Stellen Sie sich vor, fängt der Stepper den Mistvieh 50 Meter vorm Ziel an zu springen. Was natürlich aus mit dem großen Einlauf. Über 30.000 hätte er gemacht. Hat er aber nicht. Hätte er aber können. Das ist wie mit den Frauen. Wenn man sich sagt, hätte ich die bloß nicht geheiratet. Haben sie aber doch gemacht. Hätte ich aber auch lassen können. Frau Heise? Elfmeter! Mit. Elfmeter sind nur ein Kilometer vom Strafraum. Ist doch mir wurscht. Elfmeter, sage ich! Mein Gott, Maxi, was ist denn? Was hast du denn? Da, wenn man da hinkommt, so ab. Da, schau her. Sitzt du da her, Maxi. Jetzt, so, schauen wir mal. Lass schauen, wo ist denn? Wo ist denn? Oh, Gott, na ja.
geht's her, wie schaut sie? Aua. Das ist die Bandage und der Eis. Und der blaue Fleck ist morgen vergessen, gell, Maxl? Jetzt wird schon wieder. Tor! Tor! Und von der Torschuss mit 10 Mann, mit 10 Mann davor. Bravo! Seit wann lehnst du nur so an Herrn Sager, da wo du ihn doch gar nicht magst? Inzwischen finde ich ganz nett. Warum? Hat er da was geschenkt? Ja. Ja, sowas. Nein. Aber wenn du erlaubst, dann geh halt ab mit ihm essen. Aber erst nach der Siegesfeier. Ja, das ist oh, ja Fanny! Klar. Es sei denn, nicht so empfindlich. Übrigens, vielen Dank für das nette Plädoyer, das Sie heute Nachmittag für mich gehalten haben. Was müsste denn passieren, dass Sie öfter so von mir sprechen? Sie müssen immer das tun, was ich sage. Ah. Na, das ist ja Rückfall in die Sklaverei. Sie sind ja schlimmer wie die Fremdenlegion. Mmh, das schmeckt toll. Das müssen Sie mal kosten. Pilz und Makraten. Was? Das? Aha. Ist schon gut. Also, wenn man in Bayern wüsste, was man aus so einem Regenwurm was machen kann. Nicht alle Bayern sind so aufgeschlossen wie unser Herr Dr. Sagerer. Julian, finden Sie nicht, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, von dem an man sich duzen sollte? Ja, aber wann? Jetzt. Sofort sage ich nur noch du zu Ihnen. Aber was sagt denn deine Freundin dazu? Die Bitte. Gratuliere. Das wissen Sie vielleicht schon, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ralf, Maria. Und wer von uns zwei holt sich jetzt in München die Waschen ab? Dann gib dem Arzt Bescheid. Der Zusammenhang mit Ihrer Krankheit ist ausgeschlossen. Ein normales Kreislaufversagen infolge des langen Liegens. Erfüllen Sie Ihren Wunsch. Machen Sie den Ausflug. Bitte schön. Danke, Doktor. Grüß Gott, Herr Gammeier. Grüß Gott, Frau Heininger. Herr van Dalen hat für Sie angerufen. Danke, ich rufe zurück. Herr Lille. Ich gratuliere Ihnen, Herr Doktor. Schon wieder? Für was denn dieses Mal? Zu Ihrer neuen Wohnung? Eigentlich, davon weiß ich ja gar nichts. Können Sie ja gar nicht. Ich habe sie erst vor einer halben Stunde für Sie gemietet. Ja, und wann kann ich da einziehen? Sofort. Ich habe gar keine Möbel. Die ist möbliert. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, Ihre Sachen packen. Ja, was, gleich, oder? Ja, natürlich. Oder wollen Sie bis an Ihr Lebensende bei Ihrem Bruder hausen? Sehr schön. Frau Heise, wenn jemand nach mir fragt, ich komme heute nicht mehr. Jetzt kommt den Herrn Doktor schon mit Botanik. Ich glaube, da ist für Sie nichts mehr drin, Frau Heise. Das Rennen ist gelaufen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mir eine Wohnung zu besorgen? Das mit Ihrem Bruder hätte doch nie geklappt. Außerdem betrachten Sie es ruhig als ein bisschen ein Willkommensgeschenk.
Und was ist, wenn sie mir nicht zusagt? Sie sagt. Woher wollen Sie das wissen? Als Frau hat man so gewisse Ahnungen. Gibt's da chinesische? Ich glaub schon. Also ich weiß ja nicht, ob dieses Gespensterzeugs das Richtige zum Einschlafen ist, nicht? Also, ich fürchte mich nicht vom Klabautermann. Und wir zwei Klabautern jetzt ins Bett. Komm mal, Schatz. Klabauter, Klabauter, Klabauter. Klabauter. Ah! Klabauter! Bist narrisch, Maxl. Siehst du, glaubst du, ein Gespenster. Jetzt hab ich dich erwischt. Geht, der Schlag hätte mich treffen können. Geh ja doch auf. Ich bin nicht mein Bruder und er ist auch nicht zu Hause. Beatrice? In Hamburg ist es 3 Uhr in der Früh. Wie spät ist es denn in Florenz? Achso. Was soll das heißen? Du nimmst dir ein eigenes Apartment. Das fällt da ausgerechnet um 3 Uhr in der Früh ein. Und nicht besonders, weil du mich gar geweckt hast. Wann willst du kommen? Am Wochenende? Natürlich freue ich mich. Ja. Okay, ja, ciao. Ja, schlaf gut. Ja. Ciao. Frau Heise, den Antrag hier müssen wir leider negativ. Kann kein Arbeitgeber schlimmer sein als diese Erbengemeinschaft. Hm. Tja, ich meine, wie wollen Sie es anstellen, dass die Senux nicht wie geplant das Heim schließt und ihre Luxuswohnung baut? Das weiß ich auch noch nicht wie. Aber irgendwas wird mir schon einfallen. Vielen Dank, Frau Benkin. Und danke für den Tee. Aber ich bitte Sie. Sie sind mein Hoffnungsschimmer am Horizont. Darf ich nur kurz zum Kapitän Kodas reinschauen? Aber selbstverständlich. Oh, Pest, Hölle, das ist ein Ding, nicht? Ja, bitte. Kapitän Kodas? Auch Sie sind's. Grüß Gott. Das ist aber eine wallige Überraschung. Danke. Kleiner Lütter wie immer. Mhm. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß von Maximilian ausrichten. Die Geschichten, die Sie mir das letzte Mal erzählt haben, die fand er echt wahnsinnig. Vor allem die eine da mit der Jungfrauenfahrt. Mit was? Ach so, die Jungfrauenfahrt, meinen Sie? Ja. Na, dann Prost, ne? Prost, ich denke. Nehmen Sie das hier, Ihre Maximilian, mal mit als Leihgabe. Bis Captain Kodas ihm seine Dönches mal selber erzählen kann, ne? Meister, ist ein süßes Schiff. Das ist kein Schiff. Es ist ein Schoner. Ja, es ist ein Schoner. Tja,
Ach ja, und die Lakritz, ne? Ich packe das alles schön zusammen, ne? Ja, das ist nett. Ach, die Schokolade haben wir noch vergessen, gell? Nee, Vollmilch, Nuss. Die mache ich am liebsten. Sie sind ja jetzt ganz schön oft oben, ne? Ja, zum dritten Mal in der Woche. Oh Mann. Nachmittags rauf, kurz geschlafen, im Morgengrauen raus aus der Lucke und ab nach Hamburg. Wenn Sie sich da mal nicht ein bisschen übernehmen, ne? Ich bin versprochen, ich komme so oft, wie es geht. Und noch geht's. Ja, sind ja Ihre Nerven. Ach ja, ich habe übrigens mit Krollmann gesprochen, wegen Ihrem Seemannsheim. Wie wär's mit Montag hier bei mir? Danke. Vielleicht unser letzter Strohhalm. Alfred, du gehst. Sekündchen! Bis Montag. Ja, tschüss, mein Herr. Sag mal, müsst ihr mich denn immer stören? Das gab einen Kommentar. Hallo. Hallo Bruderherz, auf dich warten wir schon. Ach ja, Sie sind die 1 Million, gell? Nein, das ist der Alf Fuchs. Ihm gehören 50% von der Firma, wo ich arbeite. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Fuchs. Also um was geht's jetzt da wirklich? Ja, der Alf, der Schwierigkeiten mit seinem Partner, würden gern auszahlen. Und? Was hat's denn? Fahrt's nur zu. Ich sag Ihnen schon Bescheid. Okay. So, jetzt wären wir schon da. Mhm. Das sind 3x60. Dankeschön. Stimmt schon so. Schönen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Herr Dr. Sagerer, guten Morgen. Was machen Sie denn da? Guten Morgen. Ich wohne hier. Ja, so ein Zufall. Und, wie gefällt Ihnen die neue Wohnung? Bis auf die Nachbarin? Gut. Wenn Sie was Gescheites zum Anziehen hätten, dann würde ich Sie ein Stückchen mitnehmen. Das darf mir gerade noch fehlen. Außerdem habe ich sowieso noch was zu erledigen. Stellen Sie sich vor, fängt das depperte Mistvieh 50 Meter vorm Ziel an zu springen. Was natürlich aus mit dem großen Einlauf. Über 30.000 hätte er gemacht. Hat er aber nicht. Hätte er aber können. Das ist wie mit den Frauen. Wenn man sich sagt, hätte ich die bloß nicht geheiratet. Haben sie aber doch gemacht. Hätte ich aber auch lassen können. Frau Heise? Machen Sie mir doch bitte eine Verbindung mit der Werbeagentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Sofort, Herr Doktor. San Francisco. Dann Yosemite, National Park, Death Valley. It never rains in Southern California, San Bernardino, Los Angeles. Ah ja. Herr Fuchs, Sagerer, grüß Gott. Verzeihen Sie, das muss ein Irrtum sein. Ich wollte die Agentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Was will ich sagen? Ja, wir stehen in geschäftlicher Verbindung. Ach so. Ja, dann ist vielleicht das Gescheitste, ich komme sofort vorbei. Ja, in 20 Minuten. Danke. Oh, mein lieber Scholli. Uiuiuiui. Wissen Sie, wer gerade am Telefon war? Nein. Kriminalpolizei. Nein. Ich kann viel fressen. Maximilian. Hallo Dennis, hallo Gurke, der ist in der... Dann dürfte bei 4 Millionen keine nennenswerte Rendite für Sie übrig bleiben. Und ich nehme an, die Senux ist nicht unbedingt die Wohlfahrt. Es ehrt Sie, dass Sie sich Gedanken über das Wohl und Heil unseres Unternehmens machen. Aber rechnen können wir selber. Und zwar nicht über den Daumen. Unser Angebot steht. 4,5. Ich fürchte, nicht mit uns. Ist das für Ihre Mandanten akzeptabel? Ja. Herr Grollmann, darf ich Sie bitten, jetzt unterschreiben? Ich werde den Eindruck nicht los,
Hier ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Meine Herren, Sie hören von uns. Wann werden Sie anfangen zu bauen? Gar nicht. Es bleibt alles beim Alten. Vielen, vielen Dank. Auch im Namen meiner alten Menschen. Ohne Sie hätten wir jetzt fast unsere Heimat verloren. Gratuliere. Es wissen Sie vielleicht schon, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ralf, Maria. Und wer von uns zwei holt sich jetzt in München die Waschen ab? Was dann? Gib dem Arzt Bescheid. Also ein direkter Zusammenhang mit Ihrer Krankheit ist ausgeschlossen. Ein normales Kreislaufversagen infolge des langen Liegens. Erfüllen Sie Ihren Wunsch, machen Sie den Ausflug. Bitte schön. Danke, Doktor. Grüß Gott, Herr Gammeier. Grüß Gott, Frau Heininger. Herr Van Dalen hat für Sie angerufen. Danke, ich rufe zurück. Herr Lille. Ich gratuliere Ihnen, Herr Doktor. Schon wieder? Für was denn dieses Mal? Zu Ihrer neuen Wohnung? Eigenartig, davon weiß ich ja gar nichts. Können Sie ja gar nicht. Ich habe sie erst vor einer halben Stunde für Sie gemietet. Ja, und wann kann ich da einziehen? Sofort. Ich habe gar keine Möbel. Die ist möbliert. Kommen Sie, ich helfe Ihnen Ihre Sachen packen. Ja, was, gleich, oder? Ja, natürlich. Oder wollen Sie bis an Ihr Lebensende bei Ihrem Bruder hausen? Für mich ist der Libero von den Heimkindern der beste Mann auf dem Platz. Ach, was brauchen wir denn im Libero, wenn unsere Sturmspitzen stark sind? Ja, ihr müsst mir nach vor, ihr müsst nach vor gehen. Na. Ja, jetzt. Hamburg vor, noch ein Tor. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich so einen Satz jemals über meine Lippen bringe. Naja, es ist ja allgemein bekannt, dass der Dr. Sagerer sich immer auf die Seite der Stärkeren schmeißt. Sie müssen langsam wissen, dass ich ein schrecklicher Opportunist bin. Maxi! Weiter! Kein Elfmeter, sind nur ein Kilometer vom Strafraum. Ist doch mir wurscht. Elfmeter, sage ich! Mein Gott, Maxi, was ist denn? Was hast du denn? Da, wenn man da hinkommt, so, ob, da, schau her, sitzt du da her, Maxi. Jetzt, so, schauen wir mal. Lass schauen, was tut denn wie, lass schauen. Wo ist denn? Oh, 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 Gott, oh. Na ja. Du Zirbi, Schatzi, aua. Das ist die Bandage und der Eis und der blaue Fleck ist morgen vergessen, gell, Maxi? Tor! 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 Und von der Torschuss mit 10 Mann, mit 10 Mann nach vorne. Bravo! Seit wann nennst du denn so einen Herrn Sagerer, was du ihn doch gar nicht magst? Inzwischen finde ich ganz nett. Warum? Hat er da was geschenkt? Ja. Wär's na. Aber wenn du erlaubst, dann geh halt ab mit ihm essen. Aber erst nach der Siegesfeier. Ja, das ist oh, ja Fanny! Klar. Es sei denn nicht so ein Kind.
Übrigens, vielen Dank für das nette Plädoyer, das Sie heute Nachmittag für mich gehalten haben. Was müsste denn passieren, dass Sie öfter so von mir sprechen? Sie müssen immer das tun, was ich sage. Ah. Na, das ist ja Rückfall in die Sklaverei. Sie sind ja schlimmer wie die Fremden. So, jetzt wären wir schon da. Das sind 3x60. Dankeschön. Stimmt schon so. Schönen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Herr Dr. Sagerer, guten Morgen. Was machen Sie denn da? Guten Morgen. Ich wohne hier. Ja, so ein Zufall. Und, wie gefällt Ihnen die neue Wohnung? Bis auf die Nachbarin? Gut. Wenn Sie was Gescheites zum Anziehen hätten, dann würde ich Sie ein Stückchen mitnehmen. Das darf mir gerade noch fehlen. Außerdem habe ich sowieso noch was zu erledigen. Stellen Sie sich vor, fängt das Depper den Mistvieh 50 Meter vorm Ziel an zu springen. Was natürlich aus mit dem großen Einlauf. Über 30.000 hätte er gemacht. Hat er aber nicht. Hätte er aber können. Das ist wie mit den Frauen. Wenn man sich sagt, hätte ich die bloß nicht geheiratet. Haben sie aber doch gemacht. Hätte ich aber auch lassen können. Frau Heise? Machen Sie mir doch bitte eine Verbindung mit der Werbeagentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Sofort, Herr Doktor. San Francisco. Dann Yosemite, National Park, Death Valley. It never rains in Southern California, San Bernardino, Los Angeles. Ah ja. Herr Fuchs, Sagerer, grüß Gott. Verzeihen Sie, das muss ein Irrtum sein. Ich wollte die Agentur Behrens und Fuchs, Herrn Fuchs. Was will ich sagen? Ja, wir stehen in geschäftlicher Verbindung. Ach so. Ja, dann ist vielleicht das Gescheitste, ich komme sofort vorbei. Ja, in 20 Minuten. Danke. Mein lieber Scholli. Uiuiuiui. Wissen Sie, wer gerade am Telefon war? Nein. Kriminalpolizei. Nein. Ich kann viel fressen. Hallo, Frau Heininger. Hallo, wie geht's Maximilian? Hallo, Dennis, hallo, Gurki, der ist in einer solchen super Form. Der Herr Sagerer hat dem Dr. Sagerer gerade das Wohnmobil gebracht. Hey, das